Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal Challenge. Ich bin 7 Days to Die und ich bin hier irgendwie in Kalamitäten. Das heißt, schon wir sind in meinem Haus und ich habe hier oben natürlich zum Glück auch meinen Schlafsack gelegt. Ich bin wohl so gut wie hinüber. Peter ist auch nur da. Ich war so eine Walküre und hatte. Hat dann die Alarmbraut gemacht. Ja, jetzt habe ich wieder gar nichts, also keine. Überhaupt gar nichts, mich zu wehren, doch hier eine Pistole neben ein paar Schuss. Kann auch spannend werden, aber ich glaube es nicht. Ich guck mal nach, ob ich da irgendwo einen Platz sehe, der halbwegs in Sicherheit ist hier, also Ruhe ist. Und wenn ich mein Haus sehe, ist das auch nicht verkehrt. Ich habe jetzt 22 Schuss, kein Klopholz mehr, kein gar nichts. Wenn ich das Klopholz machen, ich denke schon. Dauert noch über 20 Sekunden. Naja, so kann es gehen. So schnell kann es gehen. Eine so eine Heulische und die Sache ist gegessen. Ich bleib jetzt hier schön hinter dem Dingen stehen. Guck mir nochmal den Himmel so ein bisschen an. Den haben sie wirklich schöner hingekriegt. Hier müsste irgendwo eine Stadt sein. Naja, solange die mich nicht sieht, sehe ich die auch nicht. Ich hatte auch noch Hunde unterwegs gehört. Wie sich das gehört. Nee, Mädchen, ich schieße den nicht ab. Naja, gut, die sind uns jetzt irgendwie auf die Schliche gekommen. Entschuldigung, haben uns schönen Überfall geliefert. Aber da kann man nichts dran machen. So ist das Spiel eben. Können jetzt natürlich hingehen und versuchen in der Hütte aufzuräumen, aber wo ist mein Spike Club? Aber da ich weder Bandys habe noch irgendwelche Möglichkeit, Bandys herzustellen, werden wir das wohl vergessen können. Also das ist jetzt wirklich ein interessantes Spiel geworden. Werde ich überfallen von irgendeinem Arschloch. Ja, Zombies jagen mich wieder aus meinem Haus raus. Na gut, ich war ja auch gestern nicht weit gekommen. Was ist das hier noch? Achso. Da stecken wir uns hier hinter dem Kottern. Siehst mich, hoffentlich siehst mich nicht. So. Sitzen wir im Busch. Und jetzt warten wir erstmal drauf, dass hell wird. Ich denke mal, ich kann alleine warten. Da brauche ich euch nicht bei, oder ich gehe da mal hin und versuche, eventuell kriege ich den Rucksack oder sehe irgendwelche Zombies noch. Wir sind immer noch undetected, das ist schön. Von welcher Seite sind die reingekommen? Von der Klo-Seite, glaube ich. Ich glaube, die Walküre habe ich auch noch nicht kaputt gekriegt. Da steht schon mal ein Zombie rum. Zwei ist auch nicht schlecht. Moment, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte gucken hier. Ja gut, der Rucksack ist im Haus. Weiß nicht, ob ich näher rangehen soll. Das Haus ist bestimmt noch ganz gut verseucht. Und wenn der Zombie fällt, dann ist der auch laut. So, wir sind jetzt am Haus. Habt ihr nicht gesehen, ne? Klar. Hier sind sie reingekommen, die Arschlöcher.
Aufstehen, aufstehen, Junge, aufstehen, rückwärts laufen. Rückwärts, rückwärts, nicht stehen bleiben, Alter, nicht stehen bleiben. Nicht am Suchen. Nee, aber ich habe Futter genug zum Heilen. Ja, ist keine gute Idee gewesen jetzt, gebe ich zu. Und ist noch einer irgendwo. Du Arschloch. Geh weg von mir. 3, 2, ich Blut, habe ich irgendwas zum Heilen? Nee, habe ich nicht. Da kriegt die Sau auch noch rum. Ja, Miau, du bist selber so eine Miau, du Arschloch. Naja, ist egal. Ich spam nochmal näher my Bedroll und nicht on my Bedroll. Guck mal nach, ob ich noch so ein Ding hinkriege. Sekunden noch. Gucken, wo der Rucksack liegt. Natürlich ganz auf der anderen Seite. Wir gehen aber am Wasser lang. Und klein. Jetzt können wir uns das Ding wieder reinklappen. Dann habe ich gleich einen ganzen Haufen von den Dingern. Ja, so schnell kann es gehen. Du sag mal, wolltest du meinen Stuhl runterfahren, Elke? Lass das mal sein. Das ist jetzt wirklich nichts zum Spielen für dich, Schätzchen. Wieso bin ich gejagt? Wo ist die? So, weg. 47, aber immer nur 47. Ja, ich blute dann wohl anscheinend nicht. Boah, wer war das denn schon wieder? So, du kriegst mal einfach die Fresse und jetzt ab ins Wasser. Blut hier immer noch nicht, gut. Die rennt doch auch auf dem Wasser, oder? Ja, ich sehe nicht. Oh ne, da blickst du wohl nicht, ey. Arschlöcher hier. Geh weg. Ja, ist gut. Hat sich gut angehört. Uhr, jetzt sind wir ganz weit weg. An dieser Baumreihe, wo ich noch nicht hingerannt bin. Und dann machen wir uns noch mal einer von diesen Dingern. Zwölf Sekunden noch. Das wäre jetzt kein guter Zug. Ich guck mal nach. Wo ist mein? Da hinten ist mein Haus. Ja gut, dann werden wir hier wohl nichts zu befürchten haben. Scheiß. 2.37 Uhr, kann ich noch was Nützliches machen? Im Moment nicht. Denke ich, kann ins Auto gucken. Aber dafür können wir besser klein laufen. Also im gebückten Gang gehen. Puh, da hatten wir natürlich schon reingeguckt, schade.
Einmal gucken, wo sind die Rucksäcke? Einmal links von mir. Und der andere lag da rum. Sind jetzt beide nicht so gut gefüllt. In einem ist eine Knarre drin. Der Rucksack im Haus wäre wichtig. Soll ich nochmal zum Haus hingehen? Ich glaube, ich habe die Zombies ja weggelockt. Und ich komme den jetzt nicht in die Quere. Okay. Jetzt wird es mal wieder nass. Hier ist das Wasser, wo ich gerade Wasser geholt habe. Habe ich das Stückchen? Ja, habe ich in der Hand. Gut. So eine ganze Stunde dauert es noch. Bin ich schon wieder so ein Arschloch, ey. Rauf, rauf, rauf und weg hier. Ach, da waren noch welche. Ja gut. Das wird jetzt ein bisschen hektisch hier. Schade. Okay, gut. Wir machen unsere Schicht auf jeden Fall noch voll. Und noch mal ein. Ja. Du alte Sau, du, hau ab. Hat mich die Biene dann doch noch erwischt. Naja. Gut. Wird schon ein bisschen heller, 3.12 Uhr ist. Aber ist ja immer noch nicht Tag. Und ich bin mal gespannt. Also so, der Morgengrauen, sag ich mal, sieht ganz gut aus. Ist jetzt auch Westen. Südosten. Wo ist denn der Westen? Da müsste die Sonne aufgehen. Aber ist überall so ein schönes Panorama. Sieht aus, als wenn sie da wäre. Und ja, kann ich nichts gegen sagen. Wunderschöner Sonnenaufgangshimmel. 23. Auf jeden Fall kann ich jetzt die Gegner schon mal sehen. Viel tiefer kann ich ja nicht fallen, hoffe ich. Außer wenn ich jetzt noch Hunger und Durst habe. Und dann gehen wir mal irgendwie zur Hütte zurück und gucken, ob wir die sauber kriegen können. Jetzt nur eine halbe Stunde. Da hauen die ersten schon wieder ab, die Arschlöcher. Ja, von wegen, die hauen ab. Noch eine Knifte. Und noch so ein bisschen Zollpilz oder was. Und da ist der nächste, der kommt. Das Konfetti ist auch nicht schlecht. Ach, guck mal, da kommen sie alle runter. Du sollst auch nicht leben, wie so ein Hengst. Thank you.
Und da ist ein Köter, habe ich genau gesehen. Hier ist irgendwo ein Köter hinter mir. Zwei Köter, ja, gut. Zwei Köter sind ein bisschen mies. Und muss ja alles im Nahkampf erledigt werden. So, jetzt brauchen wir mal wieder... wo ist denn jetzt das Ding? Wo ist mein Club? Kann ich den nicht mehr machen? Habe ich keinen, nicht mehr genug Eisen? Das ist irgendwie blöde, ein bisschen. 47 sind noch 15 Minuten, bis das hell wird. Und ich habe überhaupt gar nicht genug Eisen. Schamkleister. Ich will jetzt irgendwann frei haben, oder? Bei Pipes. Aber ich habe hier auch genug Rucksäcke, glaube ich, irgendwo rumliegen. Und die könnten wir uns rein theoretisch erstmal holen. Ein Rucksack lag weiter da unten rum. Einer lag im Wasser. Wobei ich jetzt nicht weiß, in welchem Rucksack die Pistole war. Wo ist die Sau? Wo ist der Kläffer? Mein Gott, nee, die hängen alle an mir rum jetzt wieder. Hau ab, du Sau. Und wer ist das jetzt schon wieder? Du kannst doch gar nicht irgendwo. Wo kommst du denn her? Ach Mensch, doch. Die stehen wieder auf, die Drecksäcke. So, wir haben 4.04 Uhr. Die Zombies sind langsam. Das ist das einzig Gute jetzt an dieser Uhrzeit. Und, ja, aber der Hund ist nicht langsam. Hier müsste noch irgendwo eine Tasche mit dem Hundeknüppel liegen. Denke ich. Oder ich gehe ganz einfach rein, dann hat sich das auch erledigt. Weil da ist noch meine Tasche mit der Armbrust. Und ich glaube, so machen wir das auch. Jetzt mal wieder ein bisschen Ausdauer generieren. Guckt euch das mal an, ey. Ja, sicher. Wo? Ach so, hier. Ach. Ja, sicher. Wieso rennt die denn noch? Ist die gerannt oder ist die bloß so erfreut gewesen, mich zu sehen? Ja, so muss ich schon wieder anfangen. So, jetzt immer schön abhauen von den Schlöchern, weil so gut bin ich jetzt auch nicht drauf. Und dann mit dem Leben noch. Das war doch ein Spider-Zombie, wollte ich doch gerade sagen, das war doch so ein Arschloch. Gut. Ja, da gibt es nichts anderes, außer zu sagen, wird Zeit, dass wir die Mauer fertig kriegen. Ja, sicher, Moment. Drecksack. Ja, ein Tick zu spät. Boah, ey. So langsam kurz sein das wieder an. Schreiben on my bed, boy.
Ja, sicher, das habe ich mir so vorgestellt. Genau so, ihr Leute. Wo ist jetzt mein Rucksack? Na komm schon, Sau, ich klopp dich tot. Ich schlag dich weg jetzt. Hau ab, du Sau, du Mistbock. Da, siehst du, hier hast du davon, du Arschloch. Blöder Köter. Ich hoffe, du hast Verbandszeug dabei, Mädchen. Ja, das Ding ist ganz schön, hat eine ganz tolle Reichweite bekommen mittlerweile. So, einmal einen Moment weggehen. Hat man nämlich gemacht, die 85 Stück hier. Ja, komm, am liebsten zu meinen Füßen habe ich meine Leute, die sterben. Boah, ey, das gibt's doch wohl nicht. Wo kommen die ganzen Viecher, ey, Arschlöcher? Hau ab hier. Lass mich in Ruhe jetzt. Ich brauche Zeit für mich. Ich bin sensibel. Blödes Vieh. So, ich... Achso, der war voll. Dann, gehen wir nochmal durch den Eingang hier rein. Scheibenkleister. Ja, ist ja nur gut, dass die vorne so gut sicher war. Und alles abgesichert ist. Kann ich das tragen? Die drei. Machen wir so weit von außen. 1, 2, 3, 4, 5. So, und jetzt habe ich das Ding zum Aufwerten hier. Der erste hinteren, Alter. Siehst du, geht doch. Und alles nur, weil eine Geier war, die hier war. Mensch, 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 da. Stressbräute. Hormongeschwächte Stressbräute. So, jetzt nochmal wieder wechseln. Na, dann machen wir die Mauer erstmal weiter. Soweit wir überkommen. Ich hab die Geier war die aber noch gar nicht gesehen. Ja, vielleicht habe ich sie im Lupen erschossen. Keine Ahnung. Ihr müsst euch nicht hier auf den Tisch kloppen, ihr beiden Arschlöcher. Geht runter vom Tisch. Du sollst nicht die Dinger einzeln runterschmeißen, du... Mann, du hängst du. Du hast die ganze Zeit zum Lärm gemacht, du Blödmann, du. Erstmal looten.
Schön, schwule Hände. Finde ich gut. Und, sag dir jetzt vor, wolltest du jetzt auch runterspringen, Mädchen? Oder wolltest du nur da sitzen und so tun, als wenn du gar kein Wässerchen trinken kannst, hä, Elke? Was ist los? Du sollst das Kabel nicht fressen, Schätzchen. Und nicht über die Tastatur, ne? Ja, gut. So, wir kloppen bei unseren restlichen Cobblestones eben weg. Dann brauchen wir noch wieder Stein und Lehm. Ihr kennt das ja. Ich beende mal eben die Folge und nehme sofort weiter die nächste auf.